Hallo, es ist Liha 2004. Heute gibt es ein Video zu der Fußball-App Tonza. Die kennen ja wahrscheinlich einige von euch, für die es nicht kennen. Hier, das ist Tonza. Es ist wie eine Fußball-App in der Form von Instagram. Das heißt, man hat hier diesen Newsfeed und kann da dann durchscrollen. Und eigentlich ist die App dafür, dass man seine Teamkollegen nach den Spielen bewerten kann. Man kann eintragen, wie viele Vorlagen und Tore oder Vorlagen man geschossen bzw. halt vorgelegt hat, wie viele, ob man von Anfang an gespielt hat, ob man zwischendurch nur gespielt hat, ob man in der Startelf war. Und so will man, kann man auch halt den Man of the Match dann bewerten. Und so setzen sich dann auch zum Beispiel Mannschaften der Saison zusammen, wo ich auch drin bin in Niedersachsen. Und früher war es zum Beispiel so, wenn man ein großer Fußballstar werden musste, oder nicht musste, wollte, musste man erst gescoutet werden. Und Tonza hat das anders gemacht, und zwar in einer Kooperation mit dem FC Augsburg. Die haben, über Tonza konnte man sich da bewerben, da haben sich 22.000 Fußballer beworben, nicht bewertet. Und Augsburg hat dann, ich glaube, 75 davon haben zu einem Probetraining eingeladen, und so ist es ja dann vielleicht cool, wenn das in der Zukunft so digitaler Scouting ist. Man weiß natürlich nicht, ob die dann wirklich so gut sind. Ist natürlich dann eigentlich besser, wenn man das persönlich sieht, aber so ist es ja auch ganz gut. Und ich freue mich, dass Tonza mir ein Video dazu zur Verfügung gestellt hat, und das zeige ich euch jetzt. J'étais chez moi avec ma mère dans le salon, et là j'ai reçu un mail comme quoi je devais venir et tout ça. Prendre l'avion et telle date à telle date et venir quoi. Dann habe ich eine Nachricht bekommen und ich dachte irgendwie bestimmt so irgendwie ein Verarsche oder so, weil als ob das aus dem Nichts irgendwie kommt. Dann habe ich mir die Nachricht angeschaut, habe sie mir öfters durchgelesen. Ja, es ist sehr cool. Ich bin nervös für die Also die Kooperationsinhalte letztendlich sind die, dass wir uns darauf geeinigt haben, diesen heutigen Tag zusammen zu veranstalten. Das heißt, wir haben hier 75 Spieler, die wir den FC Ingolstadt über unsere App präsentieren möchten. Also die sind sehr innovativ aufgestellt, wollen neue Wege gehen, wollen gucken, wie man da auch Sachen machen kann, die noch kein anderer gemacht hat. Also das ist ja das, was wir so im Verein ein bisschen gehen wollen, die eigenen Wege auch mal was anderes machen. Und da sind wir jetzt auch Vorreiter in Deutschland. When I come around, got the whole thing wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Let me know you down and I hit it up. Tell me who you love. Tell me who you love. Ja, Ulrich Lomarekma, genau so sagen. Hälfte Werk haben alle mal aufgezogen. Kommen für den Jahresbild, kommen nächste Saison. Er hat eine recht große Chance. Vieles habe ich ja meinem Team zu verdanken. Ich mache ja schlussendlich nur die meisten Tore in der Liga, aber meiner Mannschaft habe ich auch viel zu verdanken. Die ganzen Torvorlagen und so. Das erarbeite ich mir auch nicht alles selber. Comme vous l'avez vu sur le site, il y a une de mes vidéos qui a fait plus de 4000 vues. Donc je pense que c'est grâce à ça. Wenn wirklich ein Spieler letztendlich unter Vertrag genommen wird, haben wir damit auch schon unser Ziel erfüllt und bewiesen, dass man anhand von Daten wirklich Nachwuchsspieler noch scouten kann. Ja, man hat schon eine höhere Messlatte gesehen als im eigenen Verein. Also die Ansprüche sind schon viel höher. Und ich finde auch, die Erfahrungen, die ich heute gemacht habe, die begleiten mich noch mein restliches Leben. Also die nehme ich auch mit. Ja, danke an Tonza, dass sie dieses Video mir zur Verfügung gestellt haben. Und checkt mal die Tonza-App ab, einfach T-O-N-S-S-E-R, Tonza. Kann ich euch nur empfehlen, dann könnt ihr es ja auch für die jetzt anstehende Saison mit euren Teamkollegen machen. Und ja, wenn es euch gefallen, lasst es doch oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.